Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin daran. Ja, und in dem heutigen Ranked Game spiele ich wieder einmal Wukong im Jungle. Ich stehe mittlerweile wieder Silber 3. Und das wollen wir natürlich nach oben hin noch ein wenig ausbauen. Und dazu gucken wir mal, wie es läuft. Des Weiteren bei mir im Team Ornn auf der Top Lane, Galio auf der Mid Lane, Xayah als ADC und Thresh Support. Im Gegnerteam haben wir einen Garen auf der Toplane, Jax im Jungle, das wird hart, Kassadin auf der Midlane, Lucian als ADC und Leona Support. Ja, es wird sich zeigen, wie das so läuft. Unser Team natürlich verdammt tanky. Ich hoffe nur, dass der Damage im Late Game auch reicht, ansonsten sehe ich uns da leicht vorne. Aber mal schauen. Garen und Jax sind natürlich auch nie zu unterschätzen. Garen werde ich demnächst auch auf jeden Fall mal wieder spielen, habe ich auch große Lust zu. Aber jetzt wollen wir erstmal diesen Sieg hier einfahren. Und dazu natürlich hochkonzentriert rangehen hier. Pull war nicht der beste, habe ich ziemlich viel Schaden schon genommen. So, jetzt gehen wir mal runter, gucken, ob die Krabbe da ist. Beziehungsweise der Jax. So, dann gehe ich mal Toplane gucken. Der sieht ja sehr, sehr low aus. Und den haben wir. Leider nicht mehr First Blood, aber egal. Ach doch, First Blood war auch für mein Team. Nice, wir hatten den Xayah. Sehr schön. Und zurück in die Base. Ups. So, ich muss aber erstmal in die Base zurück. Toplane, was geht da ab? Jax. Oh, Garen am Tower diven. Und weiter geht's, so schnell wie möglich durch den Jungle. Level 6 holen und dann knallt es mit dem Affen richtig.
Muss ich aber erstmal ein bisschen Mana sparen. Gehen wir hier unten mal die Krabbe machen. Ja, da konnte ich so schnell nicht verloren. Farm hat der Jax genauso viel wie ich. Auch ein Kill. Das heißt also, wir sind gleich auf. Ach komm, dass ich nicht mal umgehe. Ist er immer noch da auf der Mitte. Oh, und schon Level 6 der Jax. Ja, durch den ganzen Farm, den er sich jetzt in der Mitte geholt hat. Da ist er schon. Wow. Und die Galio-Ult kam da auch noch. Sehr, sehr schön. Das sieht doch alles ganz gut aus hier. Jetzt gehe ich mir erstmal einen Red Buff holen. Und endlich Level 6. Oh, damn it. Boah, lol. Huh. Da gehen wir doch erstmal Base. Der wird jetzt wahrscheinlich meinen Blue Buff machen und danach vielleicht zum Drake. Da werde ich mich auf jeden Fall jetzt hinbegeben. Wer stellt mein Können in Frage? Vielen Dank. Gehen wir mal gucken, ob es ein Red da ist. Leider nicht. Da müssen wir natürlich schnell hin.
Obwohl, ne? Die brauchen mich, glaube ich, gar nicht. Pushen wir hier schon mal rein. Jawohl. So. Erstmal back into base. Und jetzt könnte man sich doch mal ein paar Boots holen, denke ich. Oh, sieht schon alles ziemlich gut aus. Oh, okay. Okay. Ich gehe erstmal einen Drake machen. So, erstmal wieder Base. 15-2, was ist hier los? Ab zum Red Buff. Mal hat man Teams, die nur komplett reinfeeden und dann sowas hier. Da fragt man sich echt, wie Riot das mit den Teams immer macht. Im letzten hatte ich mal wieder ein Team. Das Game ging leider auch verloren, lade ich auch nicht hoch. War schrecklich. Yasuo, Flamer auf der Toplane. Botlane stand zwischenzeitlich am Ende, weiß ich jetzt gar nicht, 2 zu 18. Frage ich mich immer, warum man mal solche Teams kriegt und dann wieder sowas Geniales hier. Wo sie wirklich alle rasieren. Ja, Garen keine Lust. Nee, dann helfe ich einfach mit Pushen. So, da kriegen wir auch den. Hoho.
Ah! Nein, komm, weil der Tower nicht sterben wollte. Das war ja wirklich mal richtig unlucky. Wollen wir das ganze Team noch mal loben? Spielen ja wirklich alle ganz hervorragend mit. Ich bin auch richtig gut dabei, 101 Farm. Und die Kills kommen halt immer weiter auf allen Lanes. Mal sehen, hier kommt doch bestimmt gleich wer vorbei. Ne, gehen alle Top-Lane hoch. Dann gehe ich mal die Mitte noch ein bisschen reinpushen. Ja, Leute, Vorsicht. Kesselin wird im Laufe des Spiels immer stärker. Gut, geh nochmal raus und den Drake schnell machen. Und jetzt heißt es mit 1400 Gold erstmal wieder Base. Was will der von mir? Keine Ahnung. Ist auch egal. Ah, Stufe 12 Öhren. Und so langsam wird es eine Demütigung. Und wie gesagt, es handelt sich hierbei um ein Ranked Game.
So, den Tower holen wir uns natürlich auch. Ja, okay, war ein bisschen greedy. Aber da kamen sie mit einmal alle so schnell wieder. Vollkommen richtig. Nicht zu lange hinziehen, das Game. Nicht die Gegner noch irgendwie ins Spiel kommen lassen. Obwohl der einzige bisschen gefährliche von den Gegnern ist wirklich der Cassidyn. Rest ist komplett rausgenommen. Der tut mir irgendwie ein bisschen leid, weil so fühle ich mich auch manchmal. Man hat richtig gute Stats und kann trotzdem überhaupt nichts machen. Oh, zu viele. Oh, da knallt die Affenhult. Wie geil. Macht richtig Spaß. Und die Gegner geben zu Recht auf. Und ich hoffe, das Game hat euch gefallen. Und wenn ja, Daumen hoch bitte nicht vergessen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game. Euer Ram.